Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute präsentiere ich euch das Mediamarkt-Saturn-Exklusiv-Steelbook zu Batman v Superman Dawn of Justice. Ohne 3D, nur die 2D Blu-ray, weil ich habe jetzt keinen 3D Fernseher und kaufe mir zwar manchmal immer so 3D Editionen, aber ich habe mir gedacht, jetzt bei dem Film 40 Euro für so ein Steelbook will ich nicht ausgeben. Ich warte lieber mal, bis die Figur vielleicht mal richtig günstig wird und dann werde ich mir irgendwann mal diese Batman Figur leisten. Aber das habe ich erstmal gelassen, weil mir gefällt die jetzt doch nicht so extrem. So sieht die eigentlich ganz gut aus, aber die Gesichtsteil, vor allem von Superman, gefällt mir überhaupt nicht. Batman ist noch einigermaßen okay, aber da lieber hole ich mir dann eine bessere Figur. Ja, aber jetzt, nichtsdestotrotz, kommen wir zu diesem Steelbook. Das haben ja schon ein paar, glaube ich, vorgestellt. Oder auch nicht. Ich glaube, nur der Manuel hat das vorgestellt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist der Manuel, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Ich bin, keine Ahnung. Machen wir jetzt erstmal das gute Stück hier auf. Und entfernen wir das. Ja, es ist matt gehalten. Es ist matt gehalten, dann passt es ja wunderbar. Da tun wir mal das hier so rüber. Früher mal hier darüber rüber. So, da haben wir das Steelbook. Dann ist es mit so, ja, Warner üblich jetzt auf einmal wieder mit solchen Pappteilen versehen. Ach, das finde ich ja ganz nett. Ah, cool. Aha, deswegen heißt es Wende-Steelbook. Auch nicht schlecht. Dann machen wir mal das Ding hier ab. Diese komischen Klebepunkte mache ich mal später weg. Tun wir mal das Steelbook nach hinten. Und da haben wir mal diesen Flyerchen. Da haben wir zum einen eine Laufzeit der Kinofassung von 151 Minuten und der Extended Cut geht 182 Minuten. Boah, echt 30 Minuten länger. Unglaublich. Dann haben wir eine Dolby Atmos Deutsch und Englisch 5.1, denke ich mal, oder 7.1, keine Ahnung, was Dolby Atmos ist. Ich glaube, das ist 7.1. Und natürlich Untertitel für Hörgeschädigte Englisch und Deutsch. Ja, dann haben wir noch irgendwelche Extras. Wo sind die Extras? Wo stehen denn die? Da, oh, ach so, mein Gott, bin ich doof. Inklusive mehr als 2 Stunden Bonusmaterial. Die Vereinigung der Superhelden, Götter und Menschen, ein Treffen der Giganten, Kriegerinnen und Mythos, beschleunigtes Design, das neue Batmobil. Ja, und vieles mehr. Ja, das ist doch mal eine nette Ansage. So, jetzt kommen wir zu dem Steelbook. Machen wir das hier rüber. So, das Steelbook ist, wie ich schon gesagt habe, am Anfang matt gehalten. Mir gefällt es recht gut. Es hat einen leichten, ja, kann man mal sagen, Metallic-Look. Ja, kann man sagen, etwas. Ich finde es recht nett. Mir gefällt das Motiv sogar richtig gut, dieses, wo da Superman ist, also halt das Superman-Logo und alles zerrissen und so. Das gefällt mir eigentlich richtig, richtig gut. Viele mögen das ja nicht, aber mir gefällt es. Und so schaut dann der Spine aus, ne? Und dann, wenn man es umdreht, ja, verkehrt herum, weil man kann man es wenden. Und da sieht man halt dann auch Superman mit dem Batman-Logo, alles zerrissen, das Plakat oder was das sein soll. Finde ich richtig toll gemacht. Natürlich, ja, durch die Klebepunkte ist noch ein bisschen was dran. Werde ich das Steelbook. Und ich finde das cool, man kann das echt wenden. Natürlich ist dann das Warner Brothers Logo und das Blu-ray-Disc ist egal. Das Warner Brothers Logo ist halt dann verkehrt herum, aber wurscht. Aber ich werde es natürlich immer so haben, weil ich bin natürlich der Batman-Fan. Ich mag mehr Batman. So, dann habt ihr hier die Ultra Digital Ultraviolet Code. Hier könnt ihr den einlösen, wenn ihr den unbedingt wollt. Dann könnt ihr euch Batman wie Superman selber anschauen, wenn ihr noch nicht gesehen habt. Und freut euch. Ja, weg damit. Brauche ich nicht. Gut, dann haben wir hier ein kleines Heftchen. Okay. Werbung zu Suicide Squad. Und, ach ja, und noch die ganzen anderen Serien. The Killing Joke, habe ich ja gehört, soll ja richtig Mist sein. Arkham City. Ja, jetzt kommen ja die beiden alten Batman Games, wo auf der PS3 war, jetzt zur PS4 in einem Bundle und auch recht günstig. Vielleicht werde ich es holen, aber ich glaube es fast eher nicht, weil ich habe es schon einmal gespielt. Arkham Knight. Na, gibt es hier auch noch. Dann noch irgendwie Merchandise und noch andere. Gut, dann haben wir hier auch nochmal das Batman-Logo und dann alles so zerrissen, wie ihr sehen könnt. Dann haben wir zum einen hier, ich denke mal, das ist der Film. Nee, das ist jetzt das. Was ist Film und was ist Extras? Ich denke einfach mal, das ist jetzt der Film, weil da steht Ultimate Edition. Oder ist der Film auf 2 Disc aufgeteilt? Also Schrägstrich, ja, dass der, auf einem ist die Ultimate Edition, auf der anderen der Kinofassung. Ich habe keine Ahnung.
Ich werde es dann sehen. Gut, dann haben wir halt dann auch das Superman-Logo. Das ist dann halt verkehrt herum. Kann man auch wieder drehen und wenden, wie man will, ne? Wie einem beliebt. Und ja, das finde ich jetzt etwas ein bisschen langweilig, ne? Weil da ist halt dann das Batman-Teil, wo halt wahrscheinlich dann da durchsteht. Das finde ich etwas langweilig irgendwie. Das ist jetzt nicht so der Bringer. Und das ist also der Intro, der ist echt langweilig. Und wenn das ja genauso ist wie bei der 3D-Blu-ray, dann na, gute Nacht. Dann ist es echt das Geld nicht wert, finde ich. 40 € dafür. Boah, das ist schon heavy. Gut, dann war es das eigentlich schon von mir hier mit diesem Steelbook. Ich finde die Motive vorne wie Rückseite nicht schlecht. Innen ist leider etwas mies gestaltet, muss ich sagen. Da hätten sie noch irgendwie ein cooles Teil machen können, wo vielleicht so alle da drauf sind, irgendwie so im Hintergrund und was weiß ich. Aber das jetzt so zu machen, naja, ich weiß ja nicht. Gut, dann verabschiede ich mich mal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wahrscheinlich denkt ihr wieder, oh, noch ein Batman wie Superman-Video. Eieiei. Na gut, macht's gut. Ciao!